On a topless mountain, the east wind blows. I was getting high on West Coast vibes. Today, no paint, never really tried. So I couldn't see you, even in the night. On the coast of Marissa, I found myself. But I had to lose you for a little while. Foreign nights of sleepless daydreams in my head, reaching out for something I could understand. Bathing in the sunlight, dressed in purple haze, you and me together, every time and space. With trees as high as mountains to shield me from what lies outside. There'll be no cell reception and none of that deception. No watching other people's pretend lives. I'll put up fairy lights and make a list of people to invite. And bring some strangers, 'cause I'm not that anxious anymore.
I'll switch off the power to watch the stars until the break of dawn. Willkommen zu einem neuen Video, den Monatsvlog November. Ich melde mich wieder zurück aus Berlin und wir starten dieses Video mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dieses Jahr gerne Vlogmas machen möchte, weil sowieso jetzt das so kommt, dass im November schon irgendwie an zwei Sonntagen hintereinander Videos kamen, aber das möchte ich dann im Dezember fortführen und so kommt dann jeden Sonntag ein neues Video von mir, eventuell dann auch an dem Sonntag nach Weihnachten, also ich glaube, das ist dann schon Januar, würde ich mal sagen, aber mal gucken. Falls nach Weihnachten gar nichts mehr passiert ist, dann wahrscheinlich eher nicht, aber cool wäre es auf jeden Fall. Ja, Vlogmas dieses Jahr, das erste Mal für mich, dafür, dass ich ja eigentlich normalerweise nur ein Video im Monat hochlade, also einen Monatsvlog. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwann mal dazu in der Lage wäre, jeden Tag zu vloggen. Nee, ich glaube, das könnte ich auf jeden Fall nicht, aber ja. Das ist doch schon mal was. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video. So, okay, ich habe gerade den ersten Teil von Oktober-Vlog online gebracht. Da, das erste Video hier. Ah, okay, ich hoffe, es kommt okay an und es gefällt euch und entschuldigt, dass es so spät kam. Also ja, wir haben halt mitten im November. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie die erste Zeit verbracht hier, um einfach irgendwie Schlaf nachzuholen und irgendwie den Zeitrhythmus hier wieder richtig zu bringen. Und dann habe ich 1 Million Sachen am Computer nachgeholt und dann gab es aber auch viele Events und ich glaube, ich habe in einigen Events gevloggt, dann haben wir das zumindest als Inhalt, aber sonst habe ich die meiste Zeit in diesem Raum verbracht, der mega unordentlich ist und den ich mal langsam aufräumen muss. Und ja, aber ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich den ersten Vlog online gebracht habe und dann werde ich jetzt frühstücken gehen, es ist jetzt nämlich Sonntag.
Und es ist super, super, super kalt. Also ich werde frühstücken gehen zu Hause, weil ich werde nicht rausgehen. Und ja, kleiner Status-Update. Ich habe mich mal an Suman probiert, das ist eine philippinische Nachspeise. Hier haben wir schon die Bananenblätter ready und dann auch schon die Reismischung. Also das ist so Klebereis mit Kokosmilch und Zucker. Und hier kommt das dann in die Form und dann wird das Ganze gesteamt. Aber das habe ich natürlich vergessen, alles zu filmen und auch wie es am Ende fertig aussah, habe ich auch total vergessen zu filmen. Aber es wurde auf jeden Fall sehr lecker. Ich liebe einfach diese Konsistenz. Ich muss es auf jeden Fall nochmal machen und dann zeige ich euch das nochmal richtig. So, ich will mich heute mal ein bisschen um Weihnachtsdekoration kümmern, damit man so richtig in Weihnachtsstimmung kommt. Das heißt, ich will auf jeden Fall hier so hier wieder was aufhängen und dann gucke ich mal, was ich im Wohnzimmer noch mache. Und im Esszimmer werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen dekorieren. Und ja, das machen wir jetzt mal heute. So, wir fangen mal mit diesen Zweigen hier im Wohnzimmer an. Da hatte ich letztes Jahr schon so Ornamente dran gehangen und das mache ich jetzt auch wieder. Und da habe ich hier... Diese hier, die sind von Arket. Da habe ich jetzt diese hier zum Beispiel neu. Aber hier die weißen sind vom letzten Jahr und die haben sie eigentlich auch immer. Diese sind hier auch neu und dann habe ich noch hier diese zwei Acorn. Was ist das nochmal auf Deutsch? Ich wollte schon Tanzapfen sagen, aber es ist falsch. Naja, die habe ich jetzt jedenfalls noch dazu. Mal gucken, ob die so dazu passen. Ich muss es einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie das so aussieht. Und ja, das machen wir jetzt. So, ich habe jetzt doch noch mal ein paar ausgetauscht, damit die Farben ein bisschen verteilt sind. Aber so ist es jetzt, glaube ich, fertig, würde ich sagen. Ja, gefällt mir sehr gut. Mag ich sehr gerne. Hier habe ich jetzt als nächstes mal diesen Papiertannenbaum aufgestellt, den ich schon vom letzten Jahr von Arket habe.
Den finde ich echt super cool und den habe ich jetzt diesmal mit so einer Perlenkugelgirlande verziert. Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen schicker, ein bisschen festlicher aus. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, hier hinten könnt ihr es sehen, da habe ich jetzt diese vier Kerzen beziehungsweise diese Kerzenständer aus dem Esszimmer da auf die Fensterbank hingestellt, damit es auch noch mal ein bisschen Deko hat. Diese Papierbäume finde ich als Deko richtig gut. So gut, dass ich im Esszimmer auch noch mal zwei Bäume aufgestellt habe. Der rechte, den habe ich auch vom letzten Jahr, aber der linke ist neu. Und ja, den linken habe ich auch wieder mit so einer Girlande verziert. Finde ich echt ganz cool. Ja, irgendwie eine schöne, nicht allzu kitschig, aber doch irgendwie süße Weihnachtsdekoration. Der nächste Punkt wäre der Adventskranz. Und da kennt ihr ja schon diesen Kranz hier von mir aus dem letzten Jahr. Und da hatte ich dann eigentlich auch dann diese hier so kleine Kerzen dran. Aber das habe ich halt eigentlich fast nie angemacht, weil mir das dann doch irgendwie zu heikel war mit dem Feuer und diesem trockenen Zeug hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, brauche ich irgendwie eine andere Idee. Also ich könnte das trotzdem so als Deko benutzen, aber ich dachte mir vielleicht dann so als Alternative so vier lange Kerzen in so Kerzenständer drum verteilt, damit man noch die Assoziation zu Adventskranz hat, aber es einfach weniger gefährlich ist mit diesen hier. Und irgendwie ist es dann auch mal eine andere coole Idee. Also ich versuche da immer so ein bisschen so andere Alternativen zu finden zu den ganz, ganz klassischen Adventskranz, den ich zwar auch cool finde, aber ja, ich will einfach ein paar Sachen ausprobieren. Ja, und da habe ich jetzt hier diese silbernen Kerzenständer von Arket. Ich habe jetzt so eine 2-2er-Konstellation gemacht, damit es so ein bisschen interessanter ist. Man könnte aber auch zum Beispiel 4-mal von diesen hier nehmen. 4-mal von diesen finde ich, glaube ich, ein bisschen too much. Und ja, ich glaube, ich fand diese Mischung ganz cool und ich stelle das jetzt mal so auf. Ja, irgendwie finde ich es ganz cool. Es hat dann irgendwie alles ein Farbschema hier, so mit dem Beige von den Tannenbäumen da und den Kerzen und also so silberbeige Akzente. Irgendwie ganz cool, also ein bisschen minimalistische Deko sozusagen. Und ja, ich glaube, ich würde das gern mal in einem richtigen Dinner-Setting sehen und werde da gleich mal den Tisch decken. Ich glaube, so Thema Dinner-Setup und so ist, glaube ich, auch etwas, was euch immer interessiert. Deswegen mache ich das mal und dann kann ich es auch für mich gleich selber auch ausprobieren. Ich habe jetzt mal für eine Sekunde die Kerzen angemacht, damit man dann auch irgendwie die Stimmung sich irgendwie vorstellen kann. Ja, die Teller, die kennt ihr eigentlich auch schon aus dem letzten Jahr, diese Kohlteller. Ich habe sie in der weißen Variante, es gibt sie aber auch in der grünen Variante, die ich auch sehr, sehr cool finde. Kann nämlich auch sehr festlich sein, passt aber dann auch sehr gut für Frühlings- oder Sommersachen, finde ich. Also ja, die finde ich immer sehr cool, die sind einfach ein bisschen besonders. Die Servietten habe ich jetzt einfach mal so eingerollt. Man könnte sie jetzt zum Beispiel so zusammenbinden mit so einem Bändchen oder halt ein bisschen schöner falten. Aber ich habe das auf die Schnelle mal so gemacht. Ja, finde ich ganz cool. Ich habe jetzt auch diesmal mal ohne Tischdecke das gedeckt, weil ich den Kontrast dann irgendwie ganz cool finde von den weißen Tellern zu dem Tisch. Und ja, und der Tisch einfach so schön, den kann man noch mal ein bisschen glänzen lassen. Ja, das wäre so ein mögliches Table Setup. Jetzt habe ich das mal kurz so aufgestellt. Kann man auch machen. Die komplizierteste Deko habe ich mir bis ganz zum Schluss aufgehoben. Und zwar habe ich hier von Butlers so eine Tannengirlande gekauft. Das habe ich nämlich bei jemandem auf Instagram gesehen, bei Franzi. Schöne Grüße, weil du den Blog siehst. Und das stelle ich mir hier über den Türrahmen sehr schön vor. Und das werde ich jetzt mal mit Johannes versuchen anzubringen. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie das Ergebnis geworden ist, wenn es was wird. Und die Girlande hängt. Das haben wir doch noch gut geschafft. Ich musste übrigens 2 Girlanden kaufen, damit das auch ausreicht für den Türrahmen. Aber ja, ich finde es ganz schön. Das ist mal ein bisschen was anderes. Passt schon schöner als ein Tannenbaum. Also ja, finde ich sehr gut. Diese Ecke muss ich auf jeden Fall aufräumen. Und dann habe ich oben noch so eine Samtschleife hingemacht. Auch sehr schön. So sieht es aus, wenn die Lichterkette an ist.
Ja, kann man echt mal machen. So, jetzt ist aber auch genug mit dem ganzen Weihnachtsdeko-Thema. Ich hoffe, das war interessant für euch. Und ja, an dieser Stelle werde ich das Video dann auch beenden. Und wie ich hoffentlich am Anfang des Videos erwähnt habe, mache ich ja dieses Jahr Vlogmas. Das heißt, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder in einem neuen Vlog. Und ja, bis dann. Tschüss.